Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger. Ja, in einer Zeit, in der Leistungsdruck, Personalabbau, Stress, Burnout und das ganze Zeug an der Tagesordnung stehen. Da haben wir oft nicht die Gelegenheit, kurz durchzuatmen. Es fängt leider bei den Kleinen an und geht dann nahtlos zu uns Erwachsenen über. Und gerade jetzt wäre es so wichtig, zu sich zu finden, zur Ruhe zu kommen, hineinhorchen, um zu entdecken, was noch alles möglich ist. Hier kommt die Entwicklungswerkstatt ins Spiel. Inge und Barbara, die begleiten jeden, der seine Probleme und Zweifel auflösen möchte. Die helfen zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und seine Stärken zu erkennen. Heute bin ich zu Gast bei der Entwicklungswerkstatt Inge und Barbara. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze begonnen hat. Bitte. Wir kennen uns schon ewig, die Barbara und ich. Wir sind ja, Jugendfreunde. Ja, Anfang 20 oder so. Genau. Und haben uns dann, also aus den Augen verloren nie, oder die Barbara ist ja nachher nach Kärnten gegangen, gell? Die ist einmal abgehauen für einige Jahre. Und ich habe angefangen 2016 in Trafeiach in der Hauptstraße unten damals noch mit Lernen und Bewegen, also ganz, ganz reduziert, haben wir da Geschäftsräumlichkeiten angemietet und habe mit zwei Kindern angefangen. Ich habe damals meinen Job gekündigt in der Bank, habe mit zwei Kindern gestartet und habe nicht gewusst, wohin die Reise geht. Habe die Ausbildung zur Kindermentaltrainerin gemacht, habe dann weitergemacht mit Tagesmutter und Kinderbetreuerin. Über diese Ausbildung bin ich dann zur Bewegungstherapeutin gekommen, zur Frau Lindner, die am Hengsberg unten arbeitet, und habe über die dann die Ausbildung zur Bewegungstherapeutin für Reflexintegration gemacht. Und warum hast du begonnen, dass du die Richtung machst? Weil sie referiert hat im Rahmen dieser Tagesmutterausbildung, ein Wochenende, und da hat sie für mich so viel dann schlüssig erklärt. Also es war einfach ganz klar, da hat man ganz viele Sachen, da ist ganz viel, wo man was auffangen kann, wo man was an Druck außernehmen kann in Familien und bei den Kindern, und da war für mich klar, das will ich kennen. Okay, und wie war das bei dir? Hast du aus einem gewissen Grund gestartet und gesagt, da ist Nachholbedarf? Ich habe einfach gespürt, dass ich mit Kindern arbeiten will. Ich habe mich in der Bank nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe gewusst, ich will mit Kindern arbeiten, habe aber noch nicht gewusst, in welche Richtung genau. Und das ist dann draus geworden. Das hat sich dann entwickelt. Und mit der Bewegungstherapie habe ich dann ganz viel, ja, da hat dann eins ins andere gegriffen. Dann ist viel rausgekommen. Kinder kommen, hat sich das herumgesprochen, dass das was ist, was wirkt, was hilft. Und dann, vor zwei Jahren, sind dann die Access-Phasen noch dazugekommen und dann ist es noch einmal explodiert, sage ich einmal, weil dann sind so richtig, ist das Feedback so richtig massiv positiv gewesen, dass es noch einmal verstärkt hat. Ja. Und wann bist du dazugekommen? Ich habe am zweiten Bildungsweg die Abendmatura gemacht und Pädagogik studiert und habe dann in der Berufsschule in Klagenfurt gearbeitet. 14 Jahre. Wow, okay. Habe in der Zwischenzeit drei Kinder gekriegt und sehr spezielle Kinder. Eben der älteste Sohn, da ist dann Legasthenie diagnostiziert worden, und beim anderen Sohn ADS. Und dieses Training mit meinem ältesten Sohn war so aufwendig, dass ich mir gedacht habe, irgendwie kann ich jetzt eigentlich daraus was machen, und habe das dann zum Studieren angefangen. Mit meinem ersten Probanden, mein Sohn. Oft ist es ja so, man macht es, damit man einfach nur selber weiterkommt oder selbst den Kindern helfen. Und vor allem, es war so zeitaufwendig, dass ich mir gedacht habe, da möchte ich jetzt aber, dass irgendwas für mich überbleibt. Ja, und dann habe ich mich eben ganz stark mit dem beschäftigt, habe dann auch Coaching-Ausbildung gemacht und bin dann eben immer weiter in diese spezielle Pädagogik hineingerutscht aufgrund meiner Kinder. Ja, und dann vor drei oder vier Jahren, wie das privat dann angefangen hat, also da hat es bei mir dann eine private Veränderung gegeben. Und dann war so grundsätzlich das Thema, in Kärnten bleiben oder wieder zu meinen Wurzeln zurückzukommen. Okay. Und dann hat die Inge gesagt,
wieso tun wir uns eigentlich nicht zusammen und du kommst wieder heim? Mhm. Habt ihr so wieder den Kontakt gehabt? Wir haben immer Kontakt gehabt. Den haben wir, den privaten Kontakt haben wir immer gehabt. Und ich habe einfach gewusst, die Barbara gehört dazu ins Team, weil das einfach die pädagogische Seite einfach so wertvoll, so ergänzend noch einmal dazu ist, dass man die Kinder wirklich im Gesamten auffangen kann und von alle Seiten einwirken und fördern kann und wirklich ganz gezielt das Maß schneiden kann auf jedes Kind. Und ich habe gesagt, magst du nicht selbstständig machen? Und ich war auch, selbstständig, weil du ja schon selbstständig warst vorher und das natürlich alles gekannt hast. Ja. Aber Gott sei Dank. Und ihr habt es dann gemeinsam mit dem Access Bars gemacht, oder? Du bist zurück vor 3 Jahren? Die Ausbildung, die haben wir sowieso zusammen begonnen. Mhm. Ja. Vor 2 Jahren, genau. Ja. Weil ich kenne euch nur als Duo. Als Couple. Also beruflich erst seit Juni voriges Jahr. Ja, genau. Also seit einem Jahr. Wo wir dann gemeinsam. Aus Lernen und Bewegen ist dann die Entwicklungswerkstatt geworden. Mhm. Dann haben wir uns größere Geschäftsräumlichkeiten gesucht, da, weil es unten natürlich in der Hauptstadt uns klar geworden ist. Ja, und seit einem Jahr werkeln wir da jetzt gemeinsam. Ich finde das voll super, wenn man so das ist gemeinsam das aufbaut und gemeinsam wachsen kann. Genau. Access Bars klingt voll, weiß nicht, so geheimnisvoll. Mystisch. Ja, voll. Ja. Ich habe mir zuerst gedacht, irgendwas Spezielles, bevor ich dann das genauer durchgeschaut habe. Naja, wir sind ja zu den Access Bars gekommen, weil wir eben in unserem privaten Umfeld eine Veränderung gehabt haben und natürlich jetzt ja schon eher am Tiefpunkt waren, emotional. Ja. Scheidung, Trennung. Genau. Mhm. Und die Inge, ich weiß gar nicht, wie du auf das gekommen bist, hat gesagt, du... Auch durch die Scheidung, ja. Da gibt's was, machen wir das, schauen wir uns das an. Und dann haben wir einen Tageskurs einmal gemacht. Also das ist so der erste Teil von der Ausbildung. Und eigentlich von dem Tag an hat sich alles verändert. Gell? Und da haben wir gesagt, mit dem Werkzeug müssen wir arbeiten. Die Access Bars sind 32 Meridianpunkte am Kopf. Also es ist ein Handauflegeprozess am Kopf. Und wenn wir in einer Stresssituation sind, wenn wir in einer Angst sind, Burnout, Depression, was auch immer, dann legt sich das wie eine Frequenz im Gehirn ab. Das ist wie so ein Störsender im Radio, wenn du ein Rauschen immer hast. Okay, ja. Und dadurch wird es schwer im Kopf, wird es eng im Kopf, man kriegt so einen Tunnelblick, man funktioniert nur mehr und sieht einfach nicht was, was noch alles möglich wäre. Und durch dieses Links und Rechts Auflegen, also das ist keine Massage, das ist einfach nur das Auflegen, also auf den Punkten, genau, auf diesen Meridianpunkten, die sind unterschiedlichsten Themen zugeordnet, ist es wie ein Plus- und ein Minuspol und dadurch kann sich die Spannung entladen. Und dadurch kommt das Gehirn in eine ganz tiefe Entspannung und dadurch lösen sie ganz viel, lösen sie diese Störfrequenzen einfach aus. Also so genau die Glaubenssätze, Muster, die man halt in der Kindheit mitkriegt hat, die wir eh alle mitkriegen, so Glaubenssätze. Also es ist nicht nur für Kinder, sondern auch dann Erwachsene, egal was. Ja, genau. Mit Erwachsenen, genau. Also viel jetzt mit Mamas auch, die natürlich in einem hohen Stresslevel sind, braucht man nicht reden. Also es ist, die einen kommen nur zum Entspannen und Kraft tanken, die anderen wollen wirklich sich Themen genauer anschauen oder Blockaden auflösen, wie immer. Also, und bei den Kindern funktioniert es super. Das glaube ich, die sind noch richtig sensibel, gell? Ja. Also. Ja, und es geht auch bei den Kindern relativ schnell, weil sich natürlich diese Glaubenssätze und Muster noch nicht so verfestigt haben. Deswegen geht es auch viel, viel schneller als wie bei den Erwachsenen. Halbzeit? Halbzeit unseres heutigen Podcasts. Diese Sendung wird präsentiert von der Sportlerei in Trofeia. Der Name, der steht nämlich für Qualität, denn die haben stets eine Vielzahl an tollen Artikeln und einzigartigen Sonderauflagen. Egal ob Bikes, Sportbekleidung, Laufschuhe und mehr, hier wirst du sicher fündig. www.diesportlerei-trofeiach.com. Und heute sogar mit einem Gewinnspiel für dich. Mehr dazu auf Instagram. Zurück zu Inge und Barbara. Wie sieht's denn jetzt eigentlich mit ihnen persönlich aus? Ob die sich gegenseitig auch behandeln? Also wenn es ausgeht, alle 2-3 Wochen, dass wir mal tauschen. So wie dann ein Reset machen. Genau. Reset ist, das ist spitze. Nein, wir bemühen uns wirklich auch sehr, dass wir gut auf uns schauen.
dass man uns, und deswegen ist es ja so schön, wenn man Team ist, weil man kann sich dann auch gegenseitig auffangen, weil wenn man merkt, okay, der andere ist jetzt wieder meistens eh ich, und dann sagt sie wieder, ich glaube, wir müssen wieder mal Bars machen. Ja. Ja, cool. Ja, aber das ist eh gut. Das ist nicht so, wie wenn du Masseurin bist und dann immer da abklapperst und selber schon eine Massage speicherst. Genau. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt in dem Bereich, dass man auf sich selber gut schaut. Mhm. Weil sonst ja, funktioniert es auch für die anderen nicht. Weil wenn ich in einer Anspannung drinnen bin, kann ich nicht einem anderen Entspannung bringen, glaube ich. Nein, das finde ich gut, weil selber, wenn du viel Energie hast, kannst du mehr geben. Mhm, genau, ja. Also wir sind ja beide diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainerinnen. Ich mache halt hauptsächlich den pädagogischen Bereich bei uns in der Entwicklungswerkstatt. Das heißt, die Kinder kommen zu mir zur Nachhilfe. Okay. Ganz, wir sagen immer, die Inge hat den Spaßraum, ich habe den Lernraum. ja, also klassische Nachhilfe und natürlich speziell, wenn wir sehen, okay, da könnte jetzt da eine Legasthenie oder Dyskalkulie vorliegen, dass wir es dann austesten, dass wir dann natürlich speziell ein Training für diesen Bereich anbieten. Mhm. Also da sind wir ganz flexibel und ganz spontan. Mhm. Das heißt, wie schaut so ein Training aus nochmal? Es werden die Sinneswahrnehmungen trainiert, also Hören, Sehen, weil Legasthenie-Kinder einfach die andere Wahrnehmung haben. Mhm. Sachen anders sehen, anders hören, anders verarbeiten. Mhm. Und diese Sinneswahrnehmung kann man trainieren. Und dann natürlich auch Aufmerksamkeitstraining, weil es natürlich immer mit Konzentration hat, zu tun hat. Und Symptomtraining, also schon auch Schreiben und Rechnen, je nachdem, was halt dann Bedarf ist. Genau. Und je älter die Kinder sind, desto schwieriger ist es, an den Sinneswahrnehmungen zu arbeiten. Weil die natürlich dann schon gefestigt sind. Also Die Sinneswahrnehmungen kannst du natürlich viel, viel besser trainieren, wenn die Kinder jünger sind. Also ist es natürlich vorteilhaft, wenn so ein Problem da ist, dass man das halt einmal bald in Angriff nimmt, weil man dann natürlich auch schneller einen Erfolg hat, weil es noch nicht so gefestigt ist. Mhm. Was macht euch denn Spaß? Wenn das Training mit den Kindern? Ich glaube, es ist dann nicht so wichtig, wenn dann die Erfolge kommen, weil man merkt es dann, oder? Es ist einfach das Feedback so, es ist so cool, wenn man sieht, es tut sich was, es verändert sich was, es kommt Druck aus den Familiensystemen, außer das Kind geht wieder gerne in die Schule oder zum Beispiel ein 5-jähriger Bub, der kaum noch durchgeschlafen hat, immer wieder hochgeschreckt ist, die Mama nach 3-4 Monaten kommt und sagt, er schläft durch, er ist viel gesünder. Und einfach sich alles entspannt rundherum, gell? Jetzt nicht nur das Kind selber viel besser drauf ist, sondern natürlich auch das Ganze drumherum. Und die ganze Familie. Genau, ja. Genau. Ich habe zum Beispiel eine Mama gehabt, da ist der Bub 6, der hat nicht einmal duschen gehen können. Also der hat solche Verlustängste gehabt und sie hat nicht gewusst, woher das kommt. Und also war jetzt auch von der Schwangerschaft her nicht wirklich irgendwas Außergewöhnliches. Und dann haben wir auch mit den Access Bars angefangen. Und dann ruft sie mich irgendwann an und sagt sie, Barbara, ich bin heute allein duschen gegangen, ich habe so Freude. Und er ist im Zimmer gesessen und hat Lego gespielt. Und dann haben wir ein Lego, das war das Lego noch genau, gebaut, hat die Access-Bars-Behandlung aus Lego nachgebaut. Da Lego haben wir das Foto geschickt gekriegt. Da haben wir wirklich eine Freude gehabt. Ja. Oder ich habe ein 10-jähriges Mädel gerade jetzt da gehabt, die hat sich nicht Radl fahren traut. Die hat sich auf dieses Radl nicht aufsteigen traut. Es ist einfach nicht gegangen. Natürlich alle Freundinnen rundherum blädern mit dem Radl und sie hat sich einfach nicht traut. Ne? Und wenn die dann das Kind anruft nach 4-5 Monaten und freudestrahlend, Inge, ich bin Radl gefahren. Es gibt nichts Schöneres. Und dann weiß man echt, dass man am richtigen Platz ist und dass man was richtig macht. Und das ist echt Gänsehaut. Und da haben wir ganz viele solche Geschichten. Also wir könnten uns jetzt gar nicht entscheiden für irgendeine besondere Geschichte. Weil alle so besonders sind. Ganz aktuell, auch wenn dann so eine Weiterempfehlung kommt. Heute hat meine Mama angerufen, die mit ihrem 5-jährigen Burma kommen möchte. Und ich gesagt, ich habe von einer Arbeitskollegin erfahren, die vor 4 Jahren bei dir war. Und die ist so begeistert und jetzt erzählt mir immer wieder und ich möchte auch gern kommen. Also dann spürt man einfach, dass man es richtig macht. Ja. Und dann macht die Arbeit selber schon irrsinnig viel Spaß, aber dann ist es halt eine coole Bestätigung, wenn man dann die Erfolge sieht und hört. Ja.
Und wenn Sie es jetzt so betrachtet, seid ihr angekommen? Ist das das, was machen wir jetzt? Absolut. Ja, absolut. Aber wir sind definitiv noch nicht am Ende. Es ist erst der Anfang. Das ist dann meistens so, gell? Mhm. Dann sieht man, es wirkt. Und ja. Ich habe eben wirklich ganz mit der Bewegungstherapie angefangen, mit zwei Kindern. Und wenn ich sehe, was in den 4 Jahren daraus geworden ist, wo ich nie dran gedacht hätte, und ich bin überzeugt, dass es noch einmal einen Quantensprung machen wird, ja, dass wir da noch echt coole Sachen auf die Füße stellen. Das heißt, was habt ihr jetzt neu gestern? So ein Plan, was gerne einfliegen würde. Wir starten im Herbst mit der Nachmittagsbetreuung einmal, wertebasierte Nachmittagsbetreuung, wo man die Kinder kommen nach der Schule zum Essen zu uns schon, also die Mamas müssen es nicht abholen und wieder organisieren und bringen und Dings, also geht halt leider nur im Raum der Feier und geil. Und dann essen wir mit den Kindern gemeinsam, dann werden die Hausübungen gemacht, dann wird gelernt, dann wird gesportelt, dann wird ausgegangen. Aber natürlich Aufmerksamkeit, Konzentration, dass man das Achtsamkeitstraining, dass man das einnimmt und natürlich auch die Exercise. Genau, also das haben wir auch geplant, weil doch dann am Nachmittag oft so eine Müdigkeitsphase kommt bei den Kindern, ist ganz klar. Mhm. Und dann wäre es natürlich auch vorteilhaft oder ist es vorteilhaft, wenn du dann auch Access Pass einbauen kannst. Also das Angebot ist schon sehr umfangreich von dieser Nachmittagsbetreuung. Das heißt, es ist klar, sie hat sich gedacht, da spart man sich die Nachmittagsbetreuung in der Schule. Genau. Kommen zu euch, kriegen die bessere Nachmittagsbetreuung. So wie jetzt, weil nicht so umfangreich du dich ums Kind kümmern kannst, ist das ja immer gescheiter. Dann kriegen sie ein gescheites Mittagessen, dann können sie Sport machen und nicht nur aus den Haufen, damit sie beschäftigt sind. Genau. Richtig cool, ha? Ja, richtig cool. Ja, weil du mal wachst jetzt auch dann zusammen mit den Kindern und irgendwie ist es dann so, wie wenn du noch ein Kind dazu kriegst. Du hast jetzt nicht mehr 3 Kinder, sondern. Nein, es ist wirklich so, man baut schon eine enge Beziehung auf. Es ist schon viel Emotion dabei. Ja. Ein paar ist gekommen, ein 6-Jähriger, ich glaube noch 3 oder 4 Monate, kommt er im Spider-Man-Kostüm rein, gell? Sag ich, ja, Julian, was ist denn jetzt los? Wieso bist denn du heute als Spider-Man verkleidet? Ich sag, du machst mich so stark, Inge, wie ein Superman, aber Superman-Kostüm habe ich keins daheim gehabt. Oder Spider-Man-Kostüm anzogen. Und das ist dann schon echt cool, ja. Echt cool. In uns allen steckt viel mehr, als wir ahnen. Inge und Barbara, die holen jeden dort ab, wo er steht. Und bringen ihn natürlich mit ihren Werkzeugen und ihrem Wissen dorthin, wo er hin will. Informationen und Kurse gibt es auf www.dieentwicklungswerkstatt.at. Und alle Infos natürlich unten im Beitrag. Danke Inge, danke Barbara. Und danke dir fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war's für diese Woche. Schaltet nächsten Freitag wieder ein bei Unternehmergeschichteln. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.